Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen 2023 hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen, ihr seid gesund geblieben und werdet das auch weiterhin. Und ihr seid kreativ und bleibt kreativ und ihr schaut schön fleißig hier mit zu. Und wir wollen das Jahr 2023 einfach mal gemeinsam ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, organisierter angehen und ein bisschen strukturierter und aufgeräumter, denn das ist nämlich das, was ich mit euch machen möchte. Und zwar, eigentlich wollte ich mit euch schon anfangen, aber der liebe Paketbote und mein Urlaub kamen dazwischen. Ja, ich möchte nämlich mit euch ein bisschen Ordnung schaffen im ganzen Bastelzimmer. Und zwar habe ich mir vorgenommen, wir werden viele, viele Sachen gestalten dieses Jahr. Viele Stempelsets wieder zu Leben erwecken, was man so alles im Schrank hat. Und mein Ordnungssystem ist ja bis jetzt so ein IKEA-Kasten. Und hier sind so meine Stempel. Unter anderem ganz viele verschiedene und einige auch mit Standsteilen und. Und ich habe mir überlegt, dass, wenn wir jetzt zum Beispiel mal hier so ein Stempelset rauspulen aus meinem Sortiment, würde ich das gerne so machen. Ach guck, hier sind auch Standsteile. Da bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher, wie ich das machen werde. Also einmal möchte ich das gerne immer einmal abstempeln, dass man vorne gleich hier so ein weißes DIN A4 Zettelchen hat. Naja, DIN A5 ist es ja eher. Also ich sag mal quasi, man stempelt das alles ab auf einen Abdruck. Wenn man ganz viel Lust hat, koloriert man das auch noch aus. Das glaube ich nicht, dass ich das machen werde. Ja, und dann kommt das hier mit rein, dass man gleich am Anfang sieht, was man hier für ein Stempelset hat. Bei einigen ist es ja immer so ein bisschen undurchsichtig. Und ja, das habe ich mir vorgenommen. Und in dem Zuge, wenn wir immer hier unsere Ordnung machen, möchte ich mit euch Karten aus dem Set, was ich dann hier mir schick mache, ja, Karten erstellen oder eine Box erstellen oder. Wenn der liebe Postbote dann mal kommt, beziehungsweise ich das alles irgendwie abhole in irgendwelchen Paketshops, wir erstmal gucken, weiß ich noch nicht, ob ich diese Technik beibehalte. Oder ich habe mir in Österreich die DIN A5-Ordner gekauft, wo das dann hier... Hier ist noch so ein Plastikding mit dran, was ich mir bestellt habe, dass man das hier so einsortiert. Das weiß ich noch nicht. Das werde ich auf jeden Fall aber mit den Standsteilen machen. Weil ich habe ja nicht nur diesen Ordner hier mit Stempel und Stanzen. Immer wenn ihr hier was Schwarzes dahinter seht, dann ist es hier auch noch mit Magnet. Und naja, da muss man ein bisschen in Ordnung rein. Und ja, das möchte ich aber auf jeden Fall nur mit den Standsteilen machen. Die habe ich nämlich auch. Und diese Kiste wird halt immens schwer. Ich glaube, das kennt ihr alle. Ja, dann möchte ich noch... Ich habe immer so eine kleine Schüsselchen. Das ist wie von dieser Rocher-Kugeln. Wenn ich da Geschenke verbastel oder sowas, bleiben immer diese Dinger über. Und da draus, hier sind immer so Standsteile. Die wollen wir auch schön aufbrauchen. Also ich muss hier quasi alles muss weg, alles muss raus. Und es gibt ja auch noch so andere schöne, wie heißt das, Hüllen. Da habe ich ja zum Beispiel auch meine Halloween-Sachen drin aufbewahrt. Die kann man hier super einheften, hier mit so einem Magnetverschluss. Da die Standsteile rein und dann beschriften. Ja, sowas möchte ich mit euch dieses Jahr machen. Eigentlich wollte ich auch nichts kaufen, aber in Österreich haben mich diese drei Bänder auch angelacht. Ja, ich konnte nicht dran vorbeigehen und guckt mal, was das gekostet hat. Das ist ein Lacher. Das sind die optimalen Osterfarben. Ostern geht ja auch bald irgendwann los. Ja. Und da haben wir noch eine Menge auf dem Zettel. Zudem habe ich jetzt zum Beispiel hier so eine Reste von Stampin' Up, die ich auch mal verarbeiten möchte. Also wirklich, wirklich Mini-Reste. Das ist alles, was aus diesem Set mal übergeblieben ist. Da habe ich mal so eine Hochzeitsbox gebastelt. Ja, und ich kann mich einfach nicht trennen von diesen Sachen und die müssen wir auch verbasteln.
Was machen wir noch? Ich habe mir heute schon mal ganz viel Zeit genommen und habe mir zum Beispiel ein DIN A4 Notizblock ist das, gibt es auch in sämtlichen verschiedenen Farben, und habe mir für meine ganzen Projekte, die ich habe, mir schon mal ein Buch erstellt mit allen möglichen Sachen. Dazu werde ich dann zum Beispiel, wenn wir jetzt hier diese selbstschließende Box machen, möchte ich das gerne, hier habe ich schon mal aufgeschrieben, dass man vielleicht einen Prototypen mit einer Klarsichtfolie in einen DIN A4 Ordner packt. Das ist das, was wir so zuletzt gemacht haben. Ich hatte das immer mal in Klatte aufgeschrieben und jetzt ist es halt mal in Schick, dass man das alles so ein bisschen strukturiert im Bastelzimmer ja wiederfindet, ne? Also man muss ja auch mal so ein bisschen Ordnung halten. Und deswegen möchte ich auch mit euch alles hier verbasteln und aufräumen. Auch diese Sets werden wir wahrscheinlich entweder umpacken oder auch nicht. Das weiß ich noch nicht so ganz genau, wie wir das machen. Hier hatte ich erst eine Magnetplatte reingetan, um dann hier beide Standsteile, also um zu sehen, dass hier Standsteile sind und Stempelsets. Das ist ja bei anderen Karten oder Sets zum Beispiel nicht so. Hier zum Beispiel, also die habe ich noch nie benutzt. Ich habe die noch nicht mal beklebt. Also ja, da kann man noch einiges machen, würde ich sagen. Und ich würde sagen, also dieses Jahr räumen wir ein bisschen auf, machen ganz viele Karten mit, ich sage ja, diversen Sets. Wenn man jetzt das Set zum Beispiel in der Hand hat, da sind ja Standsteile und Stempels drauf. Da kann man hoffentlich eine ganze Menge draus machen. Ja, und so gehen wir dann quasi systematisch alles einmal durch. Und ich glaube, dann sind wir schon beim Jahresende gefühlt angekommen. Ja, mit vielleicht den neuen bestellten Sachen, die auch noch alle unterwegs sind. Also es wird alles sich noch ein bisschen füllen bei mir. Und in dem Zuge, wenn wir sowieso schon alles durchgehen, werde ich auch alles rationalisiert rausschmeißen, was ich nicht benutze. Oder. Ja, also das ist so mein Plan für euch, für uns dieses Jahr. Ich habe ja noch einen Tab-Stanzer, heißt das so? Damit kann man dann auch diese Sachen zum Beispiel super unterteilen. Ich habe das ja schon mal in Farben sortiert. Das ist alles, was mit Blumen zu tun hat. Und ja, auch hier ist zum Beispiel drei Sets, habe ich mal gekauft. Muss ich euch mal zeigen, habe ich noch nie benutzt. Hier, das sind auch solche Stempel. Musste unbedingt sein. Und ja, man kann dann halt einfach quasi hier noch so einen Abstandshalter hin machen, wie so ein Tag. Damit werden wir dann auch noch arbeiten und dann können wir das hier einmal alles schick sortieren. Und vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen, was man noch machen könnte. Und vor allen Dingen würde ich mich freuen, wenn ihr einfach unterhalb des Videos immer so reinschreibt, was ihr euch gerne wünscht von mir. Was soll ich euch denn mal zeigen? Habt ihr Lust drauf, einfach so Tipps-Videos zu haben, wie man zum Beispiel, na, ich weiß nicht, Stempel sauber macht oder irgendwelche Tipps, Kniffe, wie auch immer, Aufbewahrung. Es gibt ja von bis vielleicht ein Fotobuch, vielleicht irgendwelche Pop-up-Fotoelemente, die man machen kann. Kästchen, Schatullen. Ich mache alles für euch. Nein, ich bastel alles mit euch zusammen. Schreibt mir doch einfach mal unten in die Kommentare, auf was ihr so Lust habt. Ja, vielleicht habt ihr auch Lust, irgendwie eine Gruppe zu erstellen. Vielleicht habt ihr da ja auch Lust zu, wo man sich dann halt austauschen kann. Ja, wir wollen dann auch noch, oder ja, was kann man noch? Aquarellstifte kolorieren, das wollen wir auch noch alles machen. Also auch im Zuge mit dieser Stempelorganisation und so. Ja, und ich hoffe, dass ihr auch noch fleißig viele Ideen habt. Schreibt die einfach unten in die Kommentare rein. Ich freue mich riesig drauf, vielleicht euren Wunsch zu erfüllen oder erfüllen zu können. Und ja, meine Lieben, das war's jetzt erstmal heute von mir. Ihr wisst jetzt, was ungefähr auf euch zukommt nächstes Jahr und nein, dieses Jahr
Mein Gott, ich lese gerade Januar. Ich habe ja hier meinen Tischkalender gebastelt und der steht ja hier bei mir rum. Und deswegen bin ich irgendwie auf nächstes Jahr, aber nein. Dieses Jahr. Wir haben tatsächlich schon den 1. Januar. Wo ist die Zeit hin? Also, meine Lieben, schreibt mir gerne unten was in die Kommentare rein, was ihr euch wünscht, was wir machen können. Ich versuche das alles möglich zu machen und ja, ich freue mich auf euch, auf unsere Zeit, die wir zusammen haben, 2023, und auf viele Videos mit euch und euren Ideen. Und meine Lieben, wir schaffen Ordnung, macht's gut und wir sehen uns dann, ich hoffe, in 1, 2, 3 Tagen, je nachdem, wann ich meine Pakete zusammengesammelt habe. Und dann starten wir durch. Ihr Lieben, macht's gut und bis bald.